Ihr fragt euch, was das für ein Zettel ist. Ha, das kann ich euch sagen. Mein Leben hängt davon ab. Wenn ich in der Oberschrift habe, dann bleibe ich sitzen. Was hast du gerade gesagt? Ist nicht so wichtig. Ich glaube, er hat gesagt, wenn er die nächste Arbeit schlecht schreibt, dass er sitzen bleibt. Das können wir nicht zulassen. Ja, das lassen wir nicht zu. Auf keinen Fall. Und dann kam meine Glücksstunde. Einfach so. Schüler, ich schreibe jetzt nächste Woche wieder eine Klausur. Ja, so eine Arbeit. Ne? Und da, ach, da ist einer dabei. Das weiß ich jetzt schon. Weiß ich jetzt schon, das wird nichts. Na klar, bestens vorbereitet. Hab ja alles hier in meiner Tasche drin. Ja, klar. Da ist schon alles vorbereitet, alles schön kopiert. Genau. Ja, naja, nee. Gut. Immer Dienstag ließ der Tun nicht gut seine Jacke hängen. Unsere Chance. Hier ist der Plan. Das ist nicht die Schule, oder? Verdammt, das ist die Schule. Das ist nicht dein Ernst. Doch, wir brechen in die Schule ein. Oh nein. Morgen ist Dienstag und wir wissen, was am Dienstag ist. Lässt der Tun nicht gut seine Jacke hängen. Ach so, ich dachte, morgen ist Kaugummitag. Ja, das auch. Aber morgen nachts brechen wir in die Schule ein. Wie habt ihr dir das vorgestellt? Punkt 22 Uhr treffen wir uns vor diesem Eingang. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. Und was, wenn ich zu spät komme? Du darfst nicht zu spät kommen. Und wenn ich eine rote Ampel erwische? Wir reden hier jetzt nicht echt über rote Ampel. Jungs, wir gehen jetzt, wir machen jetzt hier weiter. Ich und Maximilian brechen in die Schule ein. Und was machen Noel und ich in der Zeit? Wir stehen Schmiere, den Scheißjob. Und wie geht's weiter? Wir beide gehen in unser Zimmer. Klare die Zettel und gehen wieder raus. So einfach? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich auch nicht. Und ich erst recht nicht. Aber ich. Wie lange braucht ihr?